Am 27. Oktober wurde der Stiftungspreis 2021 der VR Bank EG an den Wismarer Verein Licht am Horizont verliehen. Der Verein betreut Kinder aus sozial benachteiligten Familien sowie kranke und behinderte Kinder. Um die Kinder weiterhin zu beschäftigen, freut sich Martina Kimling, Vorsitzende des Vereins, über das Stiftungsgeld in Höhe von 3.000 Euro. Davon möchte sie eine mobile Töpferwerkstatt mit Brennofen anschaffen. Es ist im Moment schwierig, sowieso die Kinder zu bespaßen. Durch Corona hatten wir ein bisschen Probleme und sind auf die Idee gekommen, in den Gruppen selbst zu gehen und dort Töpfersachen zu machen. Und das hatten wir auch schon vorher gemacht, das ist nicht ganz neu. Aber die Umstände sind mit diesem Preis natürlich ein bisschen anders, weil wir unsere eigenen Sachen machen können, unsere eigene Werkstatt aufbauen und ein bisschen flexibler sind. Bernd Homp, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums der VR Bank Mecklenburg EG, möchte den Verein mit dem Preis unterstützen und das soziale Engagement ehren. Die Kinder in und um Wismar, die benachteiligt sind aufgrund von sozialen Mängeln oder von körperlichen Mängeln, und die Damen und Herren, die hier tätig werden in dem Verein, sind Vorbild. Erstmalig wurden 4 Vereine im Jahre 2021 ausgelobt und nach Landkreisen in den Wirkungskreis der Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg vergeben.